So, kleines Videotutorial für ARCHICAD 16, wie man aus einem Fassadenelement, das ich zum Beispiel im Schnitt hergestellt habe, im Schnitt, Hilfskonstruktion aus Linien, mit dem Fassadenwerkzeug, diese Funktion, einfach nachgezeichnet, Außenseite gezeigt und dann die Breite eben angepasst an mein Segment, das ich zuerst im Grundriss gezeichnet habe. Also hier habe ich meine genau 4 Meter. Ich habe eine 7er Teilung, die 4 Meter habe ich hergeschoben, bis es genau passt. Und hier habe ich im Schnitt eben mein Fassadenelement hereingebaut. Wenn ich es jetzt kurz aktiviere, STRG hat das T. Hier, die 4 Meter sind genau das Segment. So. Und jetzt möchte ich diese Kanten wegschneiden, damit ich es dann in 3D zu einem Dom kopieren kann. Das heißt, ich nehme mir eine Decke, 10 Meter hoch und sage, ich schneide jetzt mit Hilfe der Decke einfach die Sache aus. Beide aktivieren, Steuerung 3. Okay. So. So schaut das jetzt aus, muss ich halt in der Höhe anpassen, dass ich wirklich drüber stehe. Sage Planung Solid Element Befehle. Das ist das Zielelement. Das hier ist der Operator. Abzug ausführen. Dieser Operator liegt auf der Ebene Abzug, die ich vorher erstellt habe. Ich kann jetzt diese Ebene natürlich jederzeit ausschalten. Aber wenn ich das jetzt kopieren würde, würde ich wieder, tun wir es einfach mal, Steuerung E, wieder ein komplettes Element haben. Das heißt, ich muss immer den Operator mitnehmen, wenn ich etwas hier mache. Zurück, also Steuerung L. Abzug, okay. Das heißt, Steuerung 2. Im Grundriss beide ausgewählt, also Element plus Operator, Steuerung Mirror, vielleicht mache ich mal nur 3 Kopien davon, dass man sieht, was ich meine. Okay, von hier nach hier, einmal, zweimal, dreimal, Steuerung L, Operator ausschalten, okay. Und ich habe einen schön gestalteten Dom, wo ich trotzdem noch jede einzelne Fläche bearbeiten kann, wenn ich will. Zum Beispiel kann ich sagen, okay, bei diesen beiden möchte ich, STRG-HTST, Schema, ein 1 Meter und hier auch. Meter Raster. Und das wird mir trotzdem alles schön hergeschnitten. Das einzige, was natürlich fehlt, ist hier entlang der Kurve ein Randprofil, das man sehr leicht herstellen kann, indem man eben einen Schnitt im Grundriss, einen Schnitt entlang einer solchen Linie durchlegt und im Schnitt ein Element reinsetzt. Zum Beispiel den Schnitt nachzeichnet, im Grundriss dann mit einer Schale ein Element zeichnet, das nach oben dreht, hierher sitzt und mitkopiert. Dann hat man eben sein Profil. Gut, danke.